Lateinische Buchstaben schreiben, Verben beugen, Sätze bilden. Rund 15 Flüchtlingskinder besuchen derzeit die Willkommensklasse an der Maria-Ward-Realschule in Eichstätt. Die Mädchen und Jungen kommen vor allem aus Syrien und Afghanistan. Im Unterricht immer mit dabei ist ihr Betreuer, der Syrer Durey Mamou, selbst ein Flüchtling. Die Kinder sind hoch motiviert, sagt er. Die kommen sehr gerne in die Schule und die wollen lernen eigentlich. Und manche, für manche ist, was wir in der Schule machen, ist zu einfach. Die wollen mehr und mehr. In seiner Heimat hat Durey Mamou als Englischlehrer gearbeitet. Vor 2 Jahren ist der Asylantrag des christlichen Flüchtlings positiv beschieden worden. Er darf vorerst in Deutschland bleiben. Ungewiss ist dagegen die Zukunft der Kinder in der Willkommensklasse. Ihre Eltern warten noch auf eine Entscheidung der Behörden. Die Mädchen und Jungen leben in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eichstätt. Das Gebäude in der Innenstadt ist das ehemalige Schulhaus der Maria-Ward-Realschule. Allein deshalb besteht eine besondere Verbindung. Weil wir nach wie vor viel damit zu tun haben. Unsere Turnhalle ist immer noch in der Stadt und unsere Schüler und Schülerinnen begegnen den Kindern in der Erstaufnahmeeinrichtung eigentlich jeden Tag. Daraus entstand dieser Wunsch, mehr zu tun, nicht einfach nebeneinander zu existieren, sondern wirklich miteinander zu leben. Solange die Kinder und Jugendlichen keinen Asylstatus haben, werden sie vom Staat auch nicht beschult. Die Willkommensklasse für Flüchtlingskinder aus der Erstaufnahme ist nur deshalb möglich, weil es sich bei Maria Ward um eine Schule in kirchlicher Trägerschaft handelt. Unsere Flüchtlingskinder gelten nicht als Schülerinnen und Schüler, auch nicht als Gastschüler, sondern sie sind Gäste in unserem Haus. Solange sie keinen geklärten Aufenthaltsstatus haben, werden sie nicht beschult. Das heißt, solange sie in einer Erstaufnahmeeinrichtung sind, kann der Staat nichts für sie tun, wohl aber die Kirche. Wir können den Jugendlichen in dieser Zeit, in der ansonsten wirklich das Lernen brach liegt, doch einfach anbieten, Gäste in unserer Schule zu sein. Weil es ein kirchliches Projekt ist, betreuen die Lehrer aus dem Realschulkollegium die Willkommensklasse freiwillig und in ihrer Freizeit. Die Kinder sollen vor allem Deutsch lernen und mit dem deutschen Schulsystem vertraut gemacht werden. Die Diözese Eichstätt, Trägerin der Realschule, hat das Projekt mitinitiiert. Es soll der Versuch unternommen werden, diesen Kindern im Prinzip vom ersten Tag ihres Daseins in der Aufnahmeeinrichtung zu ermöglichen, dass sie Schule kennenlernen, dass sie wissen, ich muss pünktlich am Abholpunkt sein, ich muss angezogen sein, ich muss meine Schulsachen dabei haben. In der Schule gibt es bestimmte Regeln, eine Sitzordnung, Mädchen und Jungen sind gleich im Klassenzimmer. Ich habe Frauen und Männer als Lehrerin und Lehrer. Und noch einen weiteren Lerneffekt soll die Willkommensklasse haben, und zwar für die anderen Schulklassen. Regelmäßig betreuen Schülerinnen aus der 10. die Flüchtlingskinder. Also ich finde das sehr gut, weil das ist ja auch gut für die Kinder, dass sie sich auch besser integrieren und Deutsch lernen können und auch den Umgang lernen alles. Dass sie auch sehen, wie die Deutschen zum Beispiel leben, also die Kultur lernen von uns und wie unsere Schulen zum Beispiel aufgebaut sind. Und die Kinder sich hier zum Beispiel anziehen, ich bin mir sicher, die ziehen sich hier ein bisschen vielleicht anders an. Ja, also ich freue mich immer, wenn ich in die Klasse komme. Ich habe die Kinder schon jetzt in mein Herz geschlossen und alles. Ich freue mich auch, weil immer wenn man reinkommt, dann lachen die auch. Die freuen sich immer, wenn man da ist. Lehrer, Schüler, Schulleitung und Bistum packen das Projekt an. Denn mit dem anderen in Kontakt treten und gegenseitige Akzeptanz erlernen, auch das bedeutet Schulfamilie an der Maria-Ward-Realschule in Eichstätt.